Machen wir ein bisschen so. Gepudert. City Flow, schönen guten Abend. Die Idee hatte der Michael Rexroth, der Gründer der Firma City Flow. Er saß mit ein paar Freunden zusammen, trank leider auch ein Bierchen zu viel. Und als er da abends im Bett gelegen hat und sich wieder geärgert hat, dass er mit dem Wagen nach Hause gefahren ist, erinnerte sich an das zusammenfaltbare Mokik. Daraus entstammte die Idee. Das war vor 2 Jahren. Bedingt durch meinen Beruf, ja, komme ich sehr häufig in die Situation, dass ich konfrontiert werde mit Alkohol und dann kein Auto mehr fahre und dann auf City Flow umsteige. Meistens auch nicht die absolut betrunkenen Leute, sondern ganz normal, die trauen sich halt einfach nicht mehr zuzufahren oder wollen halt nicht in eine Polizeikontrolle kommen oder so. Und deswegen fahren die dann lieber mit uns.